Hallo, liebe Hausbauhelden. In unserer heutigen Haustour zeige ich euch ein wirklich kompaktes Musterhaus für Familien, die ihr Haus preiswert bauen wollen. Das neue Musterhaus von Schwörerhaus im Hausbaucenter Ulm soll die perfekte Antwort sein auf kleiner werdende Grundstücke, gestiegene Baupreise, höhere Zinsen und niedrigere staatliche Förderungen. Auf nur 106 Quadratmetern Wohnfläche ist hier alles untergebracht, was eine vierköpfige Familie braucht. Und hier gibt es wirklich tolle Raumspartricks und Extras, die kein Schnickschnack sind, sondern wirklich einen Mehrwert bringen. Klingt ziemlich spannend, finde ich. Und ob das alles so funktioniert, das schauen wir uns heute zusammen an. Außenraum mit echtem Wohnwert ist ein Hauptthema bei diesem kompakten Haus. Die Grundstücke werden immer kleiner und deshalb haben wir hier Außenmaße von nur 8,60 m x 8,60 m, was den Hauptbaukörper angeht. Der Kniestock ist 1,85 cm hoch. Wir haben ein ganz klassisches 30 Grad geneigtes Satteldach, rundherum 50 cm Dachüberstände auf dem Dach. Klassischerweise eine Photovoltaikanlage hier mit 3,9 Kilowatt Peakleistung. Es ist nur eine Seite belegt. Natürlich würde da auch mehr drauf passen. Ihr seht schon, es gibt auch Dachflächenfenster. Und in diesem kompakten Baukörper sind 106 Quadratmeter Wohnfläche untergebracht. Wir schauen uns nachher an, was da drin alles möglich ist. Tatsächlich stehen wir jetzt hier schon in einem Highlight dieses Hauses. Wir haben hier nämlich eine 30 Quadratmeter große überdachte Terrasse, die wirklich Außenwohnraum ist. Solche Sachen sind natürlich nicht billig, aber die kann man entweder optional später dazu machen oder man überlegt sich natürlich, ob man so ein Extra gleich schon haben will. Denn durch dieses Glasdach hat man hier wirklich Wärme, Licht, man ist Wind- und Regengeschützt und kann hier wirklich einen Außenraum zusätzlich nutzen. Wie das Ganze dann mit dem Anschluss von innen funktioniert, schauen wir uns nachher an. Dieses Glasdach ist natürlich auch wichtig, dass diese große Hebeschiebetür hier noch genug Licht bekommt und der Wohnraum nicht zu dunkel wird. Das ist hier 6 Grad geneigt. Das heißt, da läuft Schmutz und Regenwasser auch ab und wird dann hier entwässert, sodass hier auch nichts tropft. Und wir haben noch mal eine außenliegende Markise, damit es dann, wenn es im Sommer wirklich heiß ist, nicht zu warm wird. Wenn wir jetzt hier rumgehen, sehen wir schon, dass das Ganze hier wie so ein Kreuzgang, so ein Säulengang verlängert wird. Dadurch ist das Ganze architektonisch schön eingebunden. Und wir haben hier einen überdachten Umlauf ganz um drei Seiten des Hauses. Das sind hier fast 16,80 Meter die Länge. Und dadurch haben wir jetzt einen trockenen, überdachten Eingangsbereich. Und wir schauen gleich um die Ecke. Wir haben sogar noch einen Carport, der mit integriert ist. Und da könnt ihr dann schon sehen, wenn wir gleich rumgucken, ein Geheimnis ist die ausgegliederte Technikbox. Jetzt sage ich euch noch ein bisschen was zu den Materialien und Farben. Wir haben hier verschiedene Grautöne im Außenbereich. Das finde ich auch mal ganz spannend. Nicht alles im selben Farbton, sondern man kann sich das mal anschauen. Die Dachuntersichten sind in Holz verkleidet. Das ist ein Lichtgrau. Dann haben wir hier Staubgrau. Das ist auch die Farbe von dieser Technikbox. Und die Fenster, das sind dreifach verglaste Kunststofffenster, zweifarbig foliert, innen weiß, außen silbergrau. Dann gibt es noch Farbakzente, einmal natürlich in Rot. Wir haben hier eine rote Haustür und auf der Rückseite gibt es so einen Panorama-Erker, der mit einer roten Holzfassade verschalt ist. Und Holzfassade ist hier auch ein Stichwort. Der ganze obere Bereich ist mit so einer Bodendeckelschalung, nennt man diese Art der Holzverschalung, verkleidet in Fichte. Und der Farbton ist hier schlammdunkel. Ich habe die Rallfarbtöne, wenn sie euch interessieren, könnt ihr fragen. Nenne ich euch die gerne in den Kommentaren. Wenn wir jetzt hier rumkommen, geht es direkt vom überdachten Eingangsbereich hier in diesen Carport. Das ist dann gleichzeitig die Verlängerung von dieser
Technikbox. Der Hersteller baut ja auch so Flying Space Wohnmodule und hat jetzt hier mal so ein Modul außen angedockt für die Technik. Dadurch gewinnt man drinnen Platz für ein Flexzimmer, also Gäste oder Homeoffice. Und hier sind das jetzt nochmal 4,8 Meter mal 2,95 Meter. Das heißt, dieser Carport ist auch gut 4 Meter breit, 6 Meter lang, sodass man hier für alles Platz hat. Ganz nett ist dieses kleine Fensterchen hier, was sich dahinter verbirgt, zeige ich euch von drinnen. Ganz schöne Idee. Und jetzt schauen wir gleich mal hier rein. Die Tür ist übrigens der gleiche Rotton wie die Eingangstür und hinten der verschalte Erker. Das ist braunrot 3011 und hier drin findet jetzt die komplette Haustechnik Platz. Heizung, Medien, Lüftungsanlage wird alles im Werk vorinstalliert und dann hier nur noch angedockt ans Haupthaus. Wir haben hier die für den Hersteller typische Frischluftheizung. Das ist eine Luft-Luft-Heizung mit Kleinstwärmepumpe zum Nachheizen. Dann ist hier natürlich der Elektroschallschrank drin. Hier haben wir einen Warmwasserspeicher mit einer Warmwasserwärmepumpe. Und da in der Ecke gibt es noch einen 10 Kilowatt Peak Speicher für die Photovoltaikanlage auf dem Dach, sodass hier alles untergebracht ist, was man braucht. Und der Raum ist eben nur von außen zugänglich, kann auch noch Abstellraum für Gartengeräte sein und klaut keinen kostbaren, teuren Wohnraum. Hinter der weißen Putzfassade verbirgt sich hier eine klassische Holzverbundkonstruktion mit Mineralfaser zwischen den tragenden Ständern. Wir haben hier einen weißen Kratzputz mit 2 mm Körnung. Und schön finde ich, dass hier im Außenbereich auch schon diese Einbau-LED-Strahler integriert sind. Die hat der Hersteller auch selbst entwickelt. Die gibt es für Außen und Innen. Und dazu sage ich euch auch drin noch was. Aber jetzt schauen wir erstmal rein. Hat tatsächlich einen abgeschlossenen Windfang von 4,9 Quadratmetern. Das ist in so einem kleinen Haus auch gar nicht so verkehrt. Sonst steht man nämlich gerade bei kleinen Häusern so direkt mit der Tür im Haus und dieses ganz offene schafft zwar auch Großzügigkeit, ist aber gar nicht so praktisch. Dieser Raum ist wirklich ganz gut ausgenutzt. Wir haben jetzt hier von der lichten Raumhöhe nur 2,36 Meter. Das ist, weil in dem Bereich hier die Decke abgehängt ist. Für diese Lüftungsanlage, für so einen kleinen Raum, passt das von der Proportion dann aber auch wunderbar. Und mein Lieblingsfeature bei diesem Haushersteller ist hier dieser integrierte Schuhschrank, der an die Abluft angeschlossen ist. Das heißt, ihr habt hier oben von der Lüftungsanlage eine Absaugung drin. Das heißt, Gerüche, Feuchtigkeit von den Schuhen wird also alles abgesaugt. Und dadurch, dass das hier einen großen Spiegel hat, wird der Raum auch nochmal vergrößert. Und ich habe den Spiegel auch schon untergebracht. Hier gibt es jetzt eine kleine offene Garderobe. Ihr wisst ja, was ich dazu immer sage. Man kann im Familienalltag auch gerne noch eine geschlossene Garderobe gebrauchen. Der Haushersteller hat eine eigene Schreinerei, macht diese Sachen auch selber. Der macht euch natürlich auch einen geschlossenen Schrank dahin. Dann müsst ihr nur gucken, dass hier kein Lichtschalter sitzt. Auch hier wäre nochmal die Tiefe für einen geschlossenen Schrank. Dann habt ihr da keinen Stuhl, aber eine Sitzmöglichkeit gibt es ja auch hier. Und wo wir jetzt gerade schon bei Standardausstattung sind, wir haben hier auf dem Boden ein Feinsteinzeug 30x60 in Natursteinoptik. Das hat wirklich so einen leichten Glimmereffekt drin und sieht total natürlich und echt aus. Ist absolut pflegeleicht und tatsächlich auch Basisausstattung. Als nächstes schauen wir hier in den kleinen Gäste-Bad- oder Dusch-WC-Bereich. Das finde ich nämlich ganz spektakulär. Der ist nur 3,66 Quadratmeter groß und trotzdem ist da Platz für Dusche und Waschmaschine. Der Raum hat hier umlaufend so eine Verkleidung mit so einem weißen Mineralguss an der Wand. Das finde ich eigentlich schöner als Fliesen, weil man da eben eine fugenfreie Oberfläche hat. Das sind hier 1,31. Das ist auch gleichzeitig die Brüstungshöhe, was für dieses kleine Fenster im WC sinnvoll ist. Was jetzt hier nicht hinpasst, ist ein Spiegel über dem Waschbecken. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht schlimm, aber ungewöhnlich. Das muss euch dann halt nur klar sein. Das wäre jetzt an der Stelle nicht passend, weil man eben hier die Nische hat.
Aber man hat, wenn ihr jetzt mal hier rumkommt, hier die Rückwand der Dusche komplett verkleidet mit so einer Alu-Dibond-Platte, die bedruckt ist mit einem Waldmotiv. Hier dahinter ist dann tatsächlich eine Nische, die noch groß genug ist für die Waschmaschine. Da ist auch ein Waschmaschinenanschluss, zwei Steckdosen, da würde man auch noch einen Schrank drüber bringen. Und dadurch, dass das mit diesen Platten verkleidet ist, hat man hier im Bad auch keine Fußleisten, die man braucht. Man kriegt also einen sauberen Anschluss hin von Fliese zu Wand. Und das kann tatsächlich schon entscheidend sein, wenn ihr so eine kleine Nische für eine Waschmaschine plant, dass da eben nicht noch die Fußleiste ist, die euch dann den Stellplatz verkleinert. Die Dusche hat dann jetzt hier nur in Anführungsstrichen 75x75. Wenn die nur gelegentlich mal von den Kindern genutzt wird oder als Gästedusche, ist das absolut ausreichend und dann hat man hier wirklich super platzeffizient gearbeitet. Von dem abgeschlossenen Windfang geht es jetzt hier in einen großen Allraum, Wohnen, Essen, Kochen und Diele. Dieser Vorbereich von der Treppe, der Dielenbereich, integriert sich offen in den Wohnbereich, trägt damit zur Großzügigkeit bei. Trotzdem liegt die Treppe so ein bisschen separat in einer Nische und stört nicht das Wohngeschehen. Das ist jetzt hier ein Platzspartrick, denn so effiziente Mehrfachnutzung und Minimierung der Verkehrsflächen ist einfach ganz, ganz wichtig, genauso wie passgenaue Einbaumöbel, die wir uns hier auch gleich anschauen. Aber jetzt erstmal diese Mehrfachnutzung von dem Treppenraum. Wir haben jetzt hier wirklich diese halb gewendelte Treppe. Die hat relativ viele verzogene Stufen. Dafür braucht sie aber kaum Platz. Die ist jetzt wirklich nur 2,10 Meter tief. 2,18 ist diese Nische von der lichten Breite. Das heißt, ihr habt nur etwas über 4 Quadratmeter. Und dann ist dieser Raum darunter als Spielecke für Kinder genutzt. Das ist wohl hier im Musterhaus auch schon der Hit. Und das ist nämlich auch das Geheimnis hinter diesem kleinen, tief sitzenden Fenster. Das ist einfach für Kinder total schön. An der Stelle kommt Licht rein, sie können rausgucken. Ihr habt auch einen Blick auf den Carport da draußen. Und so eine Idee, finde ich, ist einfach wirklich Gold wert. Die Treppe ist übrigens im Standard beim Hersteller. Das ist eine Buchentreppe. Insofern kann man sich das hier ganz gut angucken, was ist in der Standardausstattung mit drin. Gleiches gilt übrigens für die Türen und die Schalter hier, sodass das also wirklich ganz gut widerspiegelt, was hier so für ein Qualitätsniveau in der Standardausstattung ist. Ihr seht jetzt hier unterschiedliche Raumhöhen. Wir haben jetzt hier noch die 2,36 Meter. Das war die abgehängte Decke für die Lüftungsführung. Wir haben ja hier auch eine luftgeführte Heizung drin. Deshalb seht ihr hier unter der Decke auch nochmal so ein Infrarotstrahlungselement. Das wird dann an ein paar Stellen eingebaut, wo jetzt keine Zuluft ist und wo man eventuell das berechnungstechnisch braucht. Hier weiter geht es jetzt in den großen Wohn-Ess-Kochbereich. Das ist ein Raum, aber ihr seht schon, so wahnsinnig viel Fläche braucht man gar nicht. Der wirkt sehr großzügig, unter anderem durch diesen kleinen Panorama-Erker hier. Das habe ich euch ja schon gesagt, ist ein Sitzfenster, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Dieser hier springt jetzt 30 cm raus, hat dann oben natürlich so eine Verblechung außen, das ist etwas aufwendiger. An der Stelle kann man sich das überlegen, weil es eben hier Sitztiefe schafft für dieses Einbausofa. Das macht der Haushersteller in seiner Designschreinerei auch auf Wunsch. Das ist jetzt hier ein Vorschlag im Musterhaus. Das müsst ihr natürlich so nicht machen und nicht nehmen. Aber ich finde diese Lösung, hier gleich die Rückwand zu haben, dass er euch die Tapete nicht verschmiert und diese Einbaulösung wirklich sehr, sehr schön. Dann habt ihr hier dieses liegende Fenster. Das ist eine Festverglasung. Das waren 2,37 x 1,34. Je nach Größe wird das dann preislich kalkuliert. Ich versuche da auch noch Einzelpreise für euch zu bekommen, sodass ihr da, wenn ihr Fragen habt, auch noch mal in den Kommentaren was reinschreiben könnt. Ihr seht jetzt hier, gibt es dann relativ viele Auslässe und Absaugungen von dieser Lüftungsanlage, weil da eben auch die Raumtemperatur gesteuert wird. Ich zeige euch nachher noch, wie das funktioniert. Das ist nämlich wirklich sehr einfach und übersichtlich. Und an der Stelle ist es jetzt
jetzt vermutlich Zuluft, in der Küche ist es eine Abluft. Und da kommen wir jetzt auch schon rüber, vorbei an dieser großen Hebeschiebetür. Das sind jetzt 3 Meter in der Breite. Das ist natürlich kein Kostensparelement. Wenn ihr da kostenoptimiert unterwegs sein wollt, könntet ihr hier auch Festverglasungen und so normale Drehkippbeschläge nehmen. Natürlich müsst ihr immer gucken, wohin schlägt die Tür auf, wenn ihr da euren Essplatz stehen habt. Und ihr seht jetzt auch schon der Vorteil von so einer Hebeschiebetür. Man hat hier halt wirklich 1,50 fast lichte Öffnungsbreite, ganz viel Licht durch diese Glaspergola und eine relativ flache Austrittsschwelle. Wenn ihr einen Drehkippbeschlag habt, habt ihr hier halt eine etwa rahmenhohe Austrittsschwelle, aber auch das lässt sich natürlich machen. Da draußen, habe ich euch ja schon gesagt, habt ihr noch mal 30 Quadratmeter und durch diese Überdachungsgeschichte habt ihr wirklich ein Outdoor-Wohnzimmer, das ihr wirklich fast rund um die Uhr oder das ganze Jahr nutzen könnt. Und das ist eine echte Wohnraumerweiterung nach draußen, ohne dass ihr da teuren, gedämmten Wohnraum erstellen müsst. Hier schließt sich dann direkt offen die Küche an. Das sind jetzt etwa 6,9 Quadratmeter von diesen eben erwähnten 41. Und da sieht man schon, hier ist jetzt nicht mit freistehender Kochinsel gearbeitet, sondern hier steht der große Esstisch. Auch das ist natürlich eine platzoptimierte Lösung, aber diese Übereckküche ist eigentlich immer ganz gut zu nutzen. Ich sage euch ja immer, schaut euch auch die Seitenfronten an. Man hätte natürlich an der Stelle jetzt auch eine Wandnische vorziehen können, aber auch das hätte euch natürlich hier Platz gekostet. Und wenn ihr so ein schönes Seitenteil habt, das jetzt Hochglanz ist und mit Regalen dran, ist es auch gar nicht schlimm, wenn man da von der Seite auf die Küchenfront guckt. Ganz geschickt ist es auch mit diesem Kühlschrank an der Stelle, weil dann habe ich hier die Nische, wo also mal das dreckige Geschirr im Waschbecken stehen bleiben kann, ohne dass man das vom Sofa aus direkt sieht. Ich würde mir in der Nische jetzt hier noch Licht wünschen, aber das wäre natürlich möglich und ihr müsst euch von der Höhenabwicklung natürlich auch überlegen, wo kommt ihr noch gut dran, was könnt ihr noch nutzen. Mehr Oberschränke wäre natürlich jetzt hier ein bisschen schwierig, klar, da könnte man noch was unterbringen, das wäre aber für mich jetzt auch klassischerweise die Stelle für den hoch eingebauten Herd, der ist jetzt hier einfach mal klassischerweise unterm Kochfeld, kann man natürlich auch machen, wenn ihr den dort einbauen würdet, könntet ihr hier auch so einen Abzug nach unten machen und dann nicht da oben diese Konstruktion, die so weit weg von allem ist. Und sehr, sehr schön ist natürlich dieses Fensterband. Das ist jetzt hier wieder auf einer Höhe von 1,30. Da kann man also wunderbar rausgucken zur Straße, zum Eingangsbereich. Das ist immer sinnvoll von der Küche aus. Das ist eine Festverglasung, ein liegendes Format. Das ist 1,93 mal 83 und das bringt natürlich hier auch sehr viel Licht rein. Wenn ihr dann relativ wenig Oberschränke habt, ist es natürlich schlau, wenn ihr den Stauraum gut nutzt. Dann hat man hier zum Beispiel so eine Ecklösung drin und hier zwischendurch auch mal Lücken genutzt, wo man Geschirrhandtücher aufhängen kann. Das muss man sich dann wirklich gut überlegen vom Ablauf. Und ich habe hier gezählt, es gibt 10 Steckdosen in der Küche. Yeah, sehr gut. Also wir haben da hinten 3, hier ist nochmal eine, dann haben wir da nochmal 3. Und hier drin sind dann auch nochmal Steckdosen. Das wäre der klassische Platz vielleicht für eine Mikrowelle und eine Küchenmaschine. Deshalb dürft ihr nicht vergessen, wenn ihr hier so einen Rollschrank habt, da auf jeden Fall nochmal die Steckdosen reinzumachen. Bevor wir hochgehen, schauen wir uns noch das Flexzimmer an, das Zusatzzimmer, das jetzt hier im Erdgeschoss gewonnen wird, wo sonst der Hauswirtschafts- und Technikraum drin wäre. Das Haus steht ja auf Bodenplatte, die Waschmaschine hat ja vorne im Gästebad einen Stellplatz und hier wäre jetzt ein Büro, Gäste oder zusätzliches Schlafzimmer. Der Raum hat 9,6 Quadratmeter, ist also nicht riesengroß, hier jetzt als Büro eingerichtet, auch wieder mit Einbaulösung vom Haus. Hersteller hier gleich die Rückwand. Das ist eine Schonung auch für diese Tapete. Das muss man natürlich so nicht machen. Und dahinter schließt jetzt diese Technikbox an. Deshalb hat man natürlich jetzt auch hier
keine Möglichkeit, ein Fenster zu platzieren. Und hier wird jetzt nochmal so eine einfache Sitzfensterlösung gezeigt. Das ist also einfach nur eine Festverglasung, 1,58 x 1,40 in der Außenwandebene drin, ohne irgendwelche Vorsprünge. Und dann ist da innen vom Schreiner hier sehr schön so ein Eiche-Sitzrahmen vorgesetzt. Der ist jetzt 40 cm tief. Das ist eine gerade noch so sinnvolle, angenehme Sitztiefe. Auch die Sitzhöhe sind hier 40 cm. Klar ist, das kann man jetzt nicht öffnen. Das heißt, in diesem Raum funktioniert jetzt die komplette Belüftung über diese Lüftungsanlage, die eben gleichzeitig auch die Frischluftheizung ist. Ein Wort vielleicht noch zur Luftqualität. Der Hersteller achtet auch auf eine ganz besondere Wohngesundheit, lässt die Häuser messen. Und deshalb ist jetzt hier auch ein Teppichboden drin, der aus reiner Wolle ist. Das ist nicht im Standard, der ist teuer, habe ich mir sagen lassen, aber wahnsinnig angenehm. Der fühlt sich gut an, der lädt sich nicht elektrostatisch auf, ist auch nicht mit gesundheitsbedenklichem Mottenschutz behandelt. Das heißt, das ist also alles eine saubere und sehr, sehr schöne Sache für so einen Raum, auch für die Raumakustik übrigens. Dieser Schrank ist auch ein Einbauschrank vom Haushersteller. Da zeige ich euch dann oben noch ein paar Sachen. Und was ich euch schon gesagt habe, vom Schalterprogramm ist ja hier Standard drin. Hier seht ihr jetzt mal so ein Bedienpanel von dieser speziellen Frischluftheizung, die bei diesem Hersteller Standard ist. Da seht ihr die Außen- und die Innentemperatur. Das ist also so eine Einzelraumsteuerung. Hier könnt ihr dann die Temperatur einstellen, dieses Zusatz-Elektro-Heizelement in dem Lüftungsauslauf dazu schalten, wenn ihr es braucht, oder auch per Zeitprogramm irgendwelche Abläufe programmieren. Jetzt gehen wir mal nach oben. Matze ist schon oben und wir gehen hier wirklich ins Licht. Dieser Flur hat oben tatsächlich nur 3,75 Quadratmeter, ist also nicht groß. Hier wird kein Platz verschwendet. Die lichte Raumhöhe sind hier 2,47 Meter. Die ist aber variabel im Obergeschoss. Das wird auch in den Räumen gezeigt. Also wie hoch ihr diese Zwischendecke einziehen wollt, ist euch überlassen. Schön für so einen kleinen Raum ist, dass da viel Licht reinkommt. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Aber vergrößert diesen Raum optisch enorm. Wir haben hier ein Dachflächenfenster und dann dieses liegende Fensterformat im Kniestock. Das taucht hier im Obergeschoss an verschiedenen Stellen auf. Das ist 1,40 x 65 und ihr seht auch schon, diese Decke ist jetzt mit dieser Holzvertäfelung. Das war hier früher beim Hersteller im Standard. Der Vorteil ist, es ist für Selbermacher gut geeignet. Es ist nämlich wesentlich einfacher, so eine Holzvertäfelung anzubringen, als jetzt da eine Dachschräge in Q3 zu spachteln, mit Malervlies zu belegen und zu streichen. Hier oben haben wir jetzt vier Türen. Es gibt zwei Kinderzimmer, ein Schlafzimmer und ein Bad. Und da schauen wir jetzt auch rein. Das erste Kinderzimmer, das ist mit 13 Quadratmetern etwas größer als das andere, auch nicht riesig, aber ihr seht gleich schon, durch die Raumhöhe von bis zu 3,05 Meter lässt sich das wirklich super nutzen. Der Kniestock hat jetzt hier innen noch eine etwa lichte Höhe von 1,80. Das heißt, hier stößt man sich nicht den Kopf und hier kann man eben wunderbar auch noch diese Fenster im Kniestock integrieren, was für Kinder wirklich toll ist. Hier ist jetzt die Brüstungshöhe vom Fußboden aus gesehen etwa 65 cm. Wir haben hier wieder die 1,40 x 65 und das ist natürlich für Kinder toll, weil sie rausgucken können. Hier ist auch wieder eine Einbaulösung vom Haushersteller drin. Erstens hat man hier also die Wand schon mit so einer Möbelplatte verkleidet. Das heißt, auch hier wird das nicht abgescheuert, ist also sehr pflegeleicht. Hier unten drin sind große Schubladen, wo Spielzeug drin verschwindet, also gleich schon Stauraum. Und wir haben hier wirklich viel Licht drin, weil auch hier nochmal ein Riesenfenster drin ist. Hier haben wir jetzt eine Brüstungshöhe von
etwa 87 cm. Das ist gut, weil man hier eben nachher von der Höhe einen Schreibtisch drunter stellen kann. Und das sind jetzt hier 1,34 x 1,45. Das ist wirklich ein großes Fenster. Und der ist jetzt natürlich hier am Drehkippbeschlag auch öffnbar. Dann haben wir noch diese Einbaulösung hier, die jetzt wirklich auch sehr schön ist. Durch die große Raumhöhe passt hier natürlich ein Hochbett rein. Hier unten drunter ist dann schon die Spielecke integriert. Hier vorne haben wir jetzt einen Schrank, der eben für ein Kind genau die richtige Größe und Höhe hat. Da können die auch selber schon sehr gut dran. Und was eben auch ganz nett ist, hier geht es hoch mit fest integrierten Stufen und auch da ist in den Stufen nochmal Stauraum in diesen großen Schubladen. Jetzt schauen wir uns das zweite Kinderzimmer an. Hier im Musterhaus wieder ein Beraterbüro, deshalb mit Glastür abgetrennt. Das ist von der Fläche etwas kleiner, hat 11 Quadratmeter. Auch hier wieder die lichte Raumhöhe von bis zu 3,05 Meter. Man sieht schon, es ist ein bisschen anders geschnitten. Es ist wahnsinnig hell durch dieses Dachflächenfenster. Da kann man also mal sehen, was das bringt. Hier ist es jetzt von der Möblierung durch die Lage der Türen und der Fenster nicht möglich, ein Hochbett reinzustellen. Also will ja vielleicht auch nicht jeder haben, aber auf sowas müsste natürlich achten. Man bräuchte hier jetzt von der Belichtung sicherlich nicht alle drei Fenster. So ein Dachflächenfenster bringt wahnsinnig viel Tageslicht rein, aber natürlich auch Wärme. Deshalb muss das auf jeden Fall von oben elektrisch zu beschatten sein. Und ihr seht jetzt hier auch nochmal diese Einbaustrahler. Ich hatte euch ja gesagt, die sind speziell entwickelt vom Haushersteller. Das ist nämlich ein LED, erstens blendfrei und zweitens mit einem hohen Rotanteil. Das heißt, ihr habt hier wirklich einen schönen Hautton. Es ist angenehmer für die Augen und insgesamt viel wohnlicher. So Einbaustrahler in der Decke sind natürlich noch mal teurer als Aufputzstrahler, aber ein gutes Lichtkonzept, das lohnt sich auf jeden Fall an der Stelle da rein zu investieren. Was wir jetzt hier auch mal sehen, sind die elektrischen Rollläden. Hier im Obergeschoss sind dann Rollläden drin, die eben dann diese Fenster auch komplett verdunkeln können. Und wie gesagt, für das Dachflächenfenster würde ich euch auf jeden Fall auch eine elektrische Verdunklung außenliegend empfehlen. Hier zwischen den beiden Kinderzimmern liegt jetzt das Elternschlafzimmer, das mit 15 Quadratmetern der größte Raum hier oben ist, mit integrierter Ankleide allerdings. Hier haben wir jetzt wieder die 2,48 Meter als Raumhöhe, das heißt, die Decke ist etwas tiefer abgehängt und ganz schön ist natürlich hier dieser raumhohe Einbauschrank. Das ist auch eine Sache, die der Haushersteller macht. Hier wäre jetzt klassischerweise die Schrankseite für den Herrn und da kommt jetzt die Schrankseite für die Dame. Das ist nämlich ein Einbauschrank, der so eine kleine Mischung aus Schrank und begehbarer Ankleide ist. Hier um die Ecke gibt es einen kleinen Schminktisch, da ist eine Steckdose drin, da ist Licht drin. Der Schrank ist dann hier an der Seite und ich persönlich finde diesen Raum total gemütlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich mich da rein zurückziehe, wenn mich alles nervt. Hier ist dann gleich ein riesen Schreibtisch, eine Arbeitsplatte noch eingezogen, was wirklich praktisch ist, wenn man hier oben nochmal einen Ausweich-Homeoffice-Platz braucht. Natürlich könnte hier auch Stauraum drunter sein für Wäsche und so weiter. Aber diese transparente Lösung ist natürlich auch schön. Das Fenster hat jetzt hier 1,40 x 1,20, auch wieder die 87 Brüstungshöhe, sodass das hier gut drunter passt. Und an der Stelle sehen wir jetzt auch hier die Vorteile von dem 1,80 hohen Kniestock. Wir haben jetzt von der Wohnfläche hier 15 Quadratmeter, von der Bodenfläche sind es 15,8. Da sieht man schon, da geht praktisch nichts verloren, denn wirklich als Wohnfläche gerechnet wird ja alles über 2 Meter lichte Raumhöhe. Wir haben jetzt hier rechts und links vom Bett jeweils 2 Steckdosen, sodass man da also Nachtlicht und einen Wecker oder irgendwas anschließen kann. Oft sieht man ja auch die von der Decke kommenden Leuchten. Dann müsstet ihr natürlich im Schlafzimmer an der Stelle auch an die Lichtauslässe denken. Jetzt fehlt uns im Obergeschoss nur noch das Familienbad, das mit knapp 8 Quadratmetern auch nicht sehr groß, aber sehr geschickt eingeteilt ist und vor allem hauptsächlich in Standardausstattung ausgestattet ist. Das geht schon los bei der Tür. Die sind bei diesem Hersteller schon im Standard erhöht auf 2,10 Meter. Das finde ich von der Proportion sehr angenehm, statt 2,01 Meter. Wirkt also schon großzügiger. Auf dem Boden haben wir wieder die Fliesen in Natursteinoptik,
3060, die wir unten schon gesehen haben, und diese Wandfliesen 45 mal 25 sind auch im Standard. Die gemusterten Fliesen kosten einen kleinen Aufpreis und ich bin mir nicht sicher, das Bad ist rundrum raumhoch gefliest, ob das im Standard ist oder ein etwas kleinerer Fliesenspiegel. Aber das wäre auch gar nicht nötig, diesen Raum komplett zu fliesen. Sehr schön finde ich, dass die bodengleiche Dusche, auch übrigens standardbodengleich, hier schon etwas größer bemessen ist. Das sind jetzt 98 mal 98, da kommt man wirklich sehr gut mit zurecht. Auch hier die Standardarmaturaufputz mit Handbrause, also kein Schnickschnack. Das gilt auch für die Sanitärobjekte und die anderen Armaturen hier im Bad. Das ist alles die Basisausstattung. Hier ist ein Raum gelassen, wo das WC verschwindet. Die Brüstungshöhe ist hier wieder 87 cm. Sehr schön, diese schlanke Fensterbank, auch aus diesem Mineralgussmaterial. Wir haben hier wieder die 1,40 x 1,35. Bringt hier wahnsinnig viel Licht rein. Und im Bad ist natürlich so ein Dachflächenfenster wirklich der Hit. Das bringt hier ganz viel Licht von oben bei maximaler Privatsphäre. Hier hat man ja auch gerne vielleicht ein bisschen mehr Wärme mal drin. Wir haben ja hier keine Fußbodenheizung. Ihr seht jetzt hier im Bad auch zwei Luftaus- bzw. Zulässe. Die sehen gleich aus. Das eine ist die Abluft, da wird feuchte Luft abgesaugt. Das andere ist eine Zuluft, weil ja über diese Lüftung auch geheizt wird. Deshalb braucht man das hier. Diese eingebaute gefließte Wanne ist auch Standard. Hier wäre jetzt der Platz für den Wäscheabwurfschacht. Hier unten drunter ist ja das kleine Gästebad mit der Waschmaschine. Das ist also super praktisch. Und hier auf der Seite wäre jetzt auch noch Platz für einen Doppelwaschtisch. So sieht man jetzt mal die Standardlösung. Auch dieser Spiegel ist Standard. Diesen Lichtauslass hätte ich vielleicht einfach 10 cm weiter nach rechts gesetzt. Dann hätte man nicht das Problem, dass man den da an der Schräge da oben irgendwie so anpassen muss. Und dieser Unterschrank kommt auch wieder vom Haushersteller. Hier ist wahnsinnig viel Stauraum drin. Push to open und ganz leicht zu schließen. Da kriegt man viel unter. Klar, Einbaumöbel sind natürlich nicht im Hauspreis enthalten. Und was mir hier schon wieder auffällt, eine Steckdose am Waschbecken ist definitiv zu wenig. Jetzt haben wir alle Räume in diesem Raumwunder-Musterhaus gesehen. Und wenn ihr euch das selber mal anschauen wollt, das steht hier im Hausbaucenter Ulm, direkt am Ulmer Messegelände und ist in der Regel geöffnet mittwochs bis sonntags von 12 bis 17 Uhr. Ich habe weitere Infos für euch wie immer auch unten in die Videobeschreibung gepackt. Da gibt es eine Preisinfo auch zu einzelnen Anbauelementen. Wenn ihr da Fragen zu den Preisen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich bemühe mich, das für euch zu beantworten. Es gibt auch einen Link zu den Grundrissen in unserer Hausdatenbank. Da könnt ihr euch das auch noch mal in Ruhe anschauen. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns sehen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.